Hallo Freunde und herzlich willkommen zurück zu City Skylines und der letzten Folge dieser Woche. Ich mag noch anmerken, dass alle die Folgen dieser Woche alle vorproduziert sind, weil ich auf Probearbeiten gerade bin. Und ja, okay, ich tue meistens die Woche komplett vorproduzieren, um halt neu ein paar Ideen zu haben. Ich habe ja dann mein Auto zum Beispiel mal gemacht. Und es ist noch ein Trailer in Planung aktuell, aber den muss ich erstmal umsetzen. Aber diese Woche geht's nicht, denn ich bin auf Probearbeiten. Und ich sehe schon hier ganz viele, ich muss mein Haus verlassen. Das geht gar nicht. Und ich sehe auch schon wieder, dass sich hier so leicht der Verkehr immer ansammelt, weil die Hiopais immer eine Spur wechseln wollen. Warum kommt man auf die bescheuerte Idee, erst nach ganz innen zu fahren, um dann wieder nach außen zu fahren? So fahre ich doch auch nicht auf der Autobahn. Und dann ist es klar, dass sich hier das Ganze natürlich anstaut. So, die ganzen Hiopais wollen hier wieder rein. Ist es so Rush-Hour-mäßig aktuell oder was ist, geht hier ab? Weil sind ja gerade eigentlich all unsere Wagen. Die Frage ist halt, weißt du, ist es halt teilweise fragwürdig. Es gibt ja hier diese Kreuzungsdinger. Den hier zum Beispiel. Wenn man den leicht umbauen würde, technisch mäßig, also von links nach rechts im Drehkreis und pipapo, hier wäre wahrscheinlich eh zu doof, sowas zu bauen. Aber ob das sinnvoller wäre, ne? Die Frage ist, wo setzen wir dann das komplette Mittelstück hin? Aber ich glaube, das wäre jetzt echt notwendig, weil das System, was wir hier stehen haben, funktioniert nicht so, wie es soll. Und hat auch nicht mehr den Sinn, den es hatte. Problem ist, wir haben hier in der Mitte eine S-Bahn-Station stehen. U-Bahn-Station. Und zwar unsere wichtigste U-Bahn-Station. Deswegen habe ich irgendwie Vermutung, dass ich nicht umbauen kann. Wie können wir das machen? Wie können wir das da regeln? Also wenn ihr euch das mal anschaut, die Idee war ja grundsätzlich nicht scheiße, sag ich mal so. Die Idee ist halt blöd gewesen, dass man sagt, okay, ich weiß gar nicht, was da alles lang fährt. Vor allem, warum wollen alle nach da oben? Was ist hier so spannend? Also ich mag mal anmerken, das Ding ist, hat glaube ich allein schon mehr Masse als die da zusammen, weil das halt High Density ist. Oh oh. Wenn ich das Zeichen sehe, denke ich nie was Gutes. Wasserversorgung, oh, Abwässerklärung ist im Arsch. Ich würde aber diesmal Kläranlagen nehmen. Ich würde es gerne ein bisschen die Technik auf Kläranlagen umsetzen. Wenn dies den Firmen okay genehm ist, würde ich das gerne mal machen, denn ich glaube, das wäre umweltfreundlicher. So. Schau mal, das sind jetzt drei Klärwerke. Die haben eine Ausgangsleistung von 160 Kubik die Woche. Und die haben eine von 60.000. Also allein die sollten ja mehr Leistung erbringen als alle anderen zusammen. Und sollten auch noch sauberer sein am Ende. Also wenn wir jetzt mal gucken, wassermäßig. Ich würde es gerne langsam so die hier mal entfernen. Also kommst du mal weg. Du mal weg. Okay. Jetzt bauen wir noch ein Klärwerk her. Und ich würde sagen noch eins. So. Dann reißen wir die letzten zwei ab. Das müsste ja vollkommen reichen, oder? Da wundert sich jetzt natürlich das Wasser ein bisschen. Das muss ich jetzt noch darauf anpassen, dass hier jetzt Klärwerke stehen. Aber die haben halt höhere Leistungen und werden uns jetzt hoffentlich auch länger über Wasser halten. Was eigentlich immer schon die Hoffnung war. Und das Wasser macht mir gerade echt immer wieder Sorgen. Ich muss so ein Pumpstation mal bauen. Ne, so eine hier Pumpdienst. Wo setzen wir denn den Pumpdienst hin? Wasser nicht möglich, der Bau. Ja, wir sollten es vielleicht auch nicht da bauen, wo unbedingt dauernd Wasser ist. Wäre eventuell eine schlaue Sache. Dann setzen wir das hier hin. Das ist nicht ab vom Schlag und kann sich über jedes Problem kümmern. So. Als ob du da... So, ohne Scheiß jetzt? Das ist unser Pumpdienst, schickt Saugfahrzeuge los und tut halt unsere ganzen Sachen. Wie viele Menschen hier unterwegs sind. Das interessiert mich die ganze Zeit schon, aber wie geht's unserer U-Bahn wieder? 2000!
Alter, 2379 Personen pro Woche wird hier befördert. Und man sieht hier wieder, wie die U-Bahn halt voll ist. Hier kommt jetzt der eine Zug, der wird hier wahrscheinlich voll entlasten. Die wechseln aber auch immer auf die andere Schienenseite, interessanterweise. Da kommt jetzt nicht der und der wird wahrscheinlich vollkommen überlastet sein. Weil die eine Seite kriegt es voll hin, aber ich weiß zwar nicht, welche Abteilung das ist, die hier den Kreis zieht. Das müssen wir erstmal gucken unter U-Bahnen. Welche Linie ist... Oh Gott, ich habe natürlich alle in dieselbe Farbe gegeben. Warte mal, welche Linie ist denn das jetzt? Das ist U-Bahn Linie 2. Die machen wir jetzt mal in andere Färbchen. So, dann erkennen wir die auch direkt. Das ist U-Bahn Station 2. Tut aktuell 400 Personen transportieren. Hat aber immer hier 1000 Personen stehen. Bedeutet, wir tun das Zuglimit mal hier auf 7 Fahrzeuge erhöhen. Und schauen mal, wie es dann ist. Weil das Problem ist natürlich auch, es könnte sein, dass dann die Auslastung auf einer anderen Ding zu niedrig wird. Also aktuell tut die Schienenlänge ist 3,3. Ich wusste gar nicht, dass man das alles gucken kann. 3,3 Kilometer wöchentliche Passagiere haben die angeblich 498. Ich glaube aber, dass das mehr wird, sobald halt wirklich die eine Station mal endlich komplett entlastet ist. Was ich irgendwie gefühlt nicht hinkriege, weil die immer voll ist. Werden die auch mal leer? Also ich mag mal anmerken, die sind dauernd voll, die Linien, ne? Ich tu mal auf 9 Fahrzeuge erhöhen. Wir müssen nur die eine Station entlastet kriegen. Weil dann hätten wir ja schon, sagen wir mal, so ein Etwas, ne? Aber ich habe jetzt auf 3 Kilometern Strecke 9 Fahrzeuge fahren. Durchgehend. Und diese Station ist immer bummvoll. Jetzt sind wir mittlerweile bei 900. Also mittlerweile geht's ja. Wir sind auch bei 600 Personen pro Woche beim Transport. Also Leute, es ist eine Masse, die wir hier mit einer... Was ist das denn, was ich da gerade genannt habe? Will ich nicht. Will ich nicht. Ist okay. Wir lassen jetzt mal eine Zeit so laufen. Haben wir schon wieder Stauprobleme? Ich sehe... Oh Gott. Ich will's mir gar nicht anschauen. Problem ist halt, wie gehe ich dann mit den Zügen um? Wie baue ich das Zugsystem neu? Weil wir können ja mal, ich kann mir gerne euch mal wieder zeigen, wie es da unter ausschaut. Das ist halt unser, da laufen 3 Zuglinien zusammen. 3! Ich kann natürlich sagen, okay, wir setzen das Ganze jetzt nach da vorne und ziehen von da die ganzen Systeme. Dafür müsste ich aber hier das Teil mindestens abreißen, die Schiene nach da vorne. Ah, das wäre gleich die einfachste Lösung, um jetzt mal die Mitte schnell zu entlasten. Da müssen wir ein neues Wissenspark, 2 neue Wissenspäke müssen wir bauen. Und ich würde sagen, das müssten wir aber auch dann jetzt anfangen, denn... Kann ich die versetzen? Also kann ich sagen, yo, ich würde gern, dass du hier hinkommst. Machen wir mal, ich sag jetzt, yo, du kommst hier hin. Jeder kennt die Station und jeder will eigentlich zu der Station auch wieder hin. Weil natürlich ist unsere Haupt-U-Bahn-Station. So. Bedeutet, wir gehen jetzt hier auf U-Bahn-Schienen bauen. So. So setzen die so an. Das Schienensystem müssen wir jetzt erstmal... Oh Gott, ich muss jetzt erstmal hier alles entfernen, was hier im Weg ist. Oh Gott, nein, ich habe da noch eine... Ich habe da noch eine Station. Oh shit. Was ist, wenn ich da so einen Kurfall rumbaue? Pff. Ne, wir finden schon eine Lösung. Ich muss bloß schauen, dass ich wirklich wieder alles anschließe, was da kommt. Weil ist halt echt eine meiner wichtigsten Verknüpfungen gewesen, ne? So, warte mal, da müssen wir hier gucken, dass wir... Ahahaha. Ich probier's mal, warte mal, ich muss mal gucken.
Rein theoretisch kann ich doch sicherlich auch... Ja, ich baue wieder Scheiße, lasst mich. Ich will halt irgendwie die Routine drin lassen, wie sie eigentlich mal gefahren ist. Deswegen versuche ich jetzt hier auf den bescheuertsten Wegen. So. Du bist ja ursprünglich die Linie, oder? Du ziehst dich jetzt nur nach da vorne. So. Da kriegst du auch deinen Anschluss. Und du schließt dich einfach hier an. Wenn ich jetzt einfach mal laufen lasse, müssten die sich doch eigentlich wieder voll erkennen, oder? Haben die das System wieder? Oh oh. Okay, jetzt müssen wir die kompletten Systeme neu bauen. Scheiße. Okay, warte, wir brauchen jetzt erstmal die rote Linie. Die rote Linie hat hier... Oh shit, warte. Ich überlege gerade, ob es schlau ist, das Ganze neu zu ziehen. Obwohl, es sind eigentlich nur zwei Linien. Warte mal, ich muss die... Das Problem ist halt, ich muss die alle auseinanderkennen. Rote Linie kennen wir. Rote Linie... Linie tun wir mal löschen, ja, okay. Neue Linie. Geht nach hier. Fährt den Bahnhof an. Fährt den Bahnhof an. Fährt den Bahnhof an. Und kommt hier wieder hin. So. Welche Linie ist das jetzt? Das ist Linie, wenn ich wüsste, welche Linie es ist. Irgendwas stimmt hier absolut nicht, weil hier ist irgendwas wieder ganz, ganz krumm. Okay, warte mal, wir machen das jetzt mal komplett neu. Ah, Gott. Welche Linie ist denn das jetzt wieder? U-Bahn-Linie 1. Weg mit dir, yo. Ich mache mal jetzt schnell neu, so, zack. Neue Linie hinzufügen, zack. 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 Und fertig. Jetzt auch die andere Linie einmal rausfinden. Die die 600 befördert. Jo, du kommst auch weg. Dann machen wir hier neue Linie hinzufügen. Klick. 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 Und klick. So. Jetzt müssten die alle wieder passen, oder? Hier stehen halt U-Bahnen rum, weil... Ich will jetzt gar nicht sehen, was da unten abgeht. Aber wir haben die Mitte befreit. Das ist etwas bedeutet, wir müssen die Feuerwache jetzt umsetzen. Die kommt nach da. Das Polizeihauptquartier bewegt sich nach dort. Die Oberschule bewegt sich nach hier wieder. Die Arztpraxis ziehen wir mal nach hier. Jetzt kommt nämlich der wichtige Teil. Nachdem wir die ganzen... Der kleine Spielplatz, der kann auch mal nach da gehen. Ich schaue jetzt auch einmal unter die Erde, ne? Aber ich glaube nicht, dass das wirklich... Oh, es hat sich nicht beruhigt. Dieser Zug hier, ich weiß nicht, zu welcher Abteilung er gehört, zu welchem Schienensystem er gehört. Er gehört da nicht auf jeden Fall hin und tut halt unseren kompletten Schienenverkehr so ein bisschen stören. Weicht den mal so ein bisschen aus. Als ob das jetzt wieder die kompletten Routen von denen kaputt gemacht hätte. Als ob. Ich hätte gedacht, das könnte man so einfach mal machen. Mensch, Peter. Jetzt hat er sich umgesetzt, oder wie? Oh, nee, 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 nee. Oh, das ist eigentlich wie wurscht. Es geht eigentlich nur um die Schienensysteme so.
Kann ich einfach mal alle U-Bahn-Bahnen einfach löschen? Weil das ist ja jetzt gerade... Es fährt halt kein Zug mehr. Das ist jetzt scheiße. Ich habe gleich mein U-Bahn-System zerstört. Not so good. Aber vielleicht sollte ich nochmal ein, zwei Sachen machen und halt wirklich... Da drüben fährt ja alles. Ich müsste halt das hier alles einmal neu etablieren. Und auch die Schiene, die nach da vorne fährt. Wieder aufbauen. Ich weiß gar nicht, was jetzt hier passiert ist, aber hey, einfach mal wieder aufbauen. Aber Leute, ich würde sagen, das passiert in der nächsten Folge. Ich hoffe, es hat gefallen. Wenn ja, lasst unbedingt einen Daumen nach oben da. Abonniert, wenn ihr noch nicht habt. Und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Ciao!